Hallo, ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen und wie ihr im Titel schon gesehen habt, möchte ich drei verschiedene Dinge in diesem Infovideo ansprechen. Das erste ist Thema Livestream. Ich habe ja vor anderthalb Wochen einen Livestream gemacht und dort haben wir lange gespielt, insgesamt waren es 9,5 Stunden und ich habe sehr viel Spaß gehabt, ihr habt viel Spaß gehabt und deswegen möchte ich das wiederholen. Letztes Wochenende konnte ich leider nicht, aber dieses Wochenende ist es wieder soweit. Am 20. August um 16 Uhr hier auf YouTube werde ich wieder streamen. Und wir spielen, mal gucken, worauf wir Lust haben. Also Teddy Floppy Ears muss weitergehen, dann sicherlich werden wir Smite spielen, gehe ich mal stark davon aus. Und RimWorld kam das letzte Mal auch sehr gut an. Oder worauf auch immer wir Lust haben, das werden wir einfach spontan entscheiden. Wir machen das einfach nach Lust und Laune, wozu uns der Sinn steht. Also ihr könnt dabei sein, Samstag, den 20. August um 16 Uhr hier auf YouTube. Das kam auch sehr gut an, dass das auf YouTube lief. Es war viel flüssiger für alle mit den verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Deswegen werde ich das auch weiter bei YouTube machen. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch und ich freue mich auch auf euch. Das zweite Thema ist Portal 2, die Community-Testkammern, also eure Testkammern, die ihr für Lilly und mich gebaut habt. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist da jetzt schon längere Zeit nichts mehr passiert. Das liegt nicht daran, dass wir keinen Bock auf eure Testkammern haben, dass wir die doof finden oder irgendwie sowas. Nein, es liegt leider einfach am Karma. Irgendwie steht das Projekt unter einem super schlechten Stern. Wir haben tolle Testkammern von euch bekommen. Also ich gehe mal davon aus, dass sie toll sind. Bisher waren sie alle toll. Und wir würden die auch super gerne spielen, aber momentan sieht es so aus, dass Lilly sehr, sehr wenig Zeit hat und wenn sie Zeit hat, ist sie krank. Also es ist einfach wirklich, irgendwer möchte nicht, dass wir das machen. Wir werden es aber auf jeden Fall weiter versuchen. Also es ist nicht gegen euch oder gegen eure Testkammern. Wir freuen uns riesig, also ich spreche mal für sie mit, wir freuen uns riesig, dass ihr uns diese Testkammern macht und wir spielen die auch super gerne und wir werden auch spielen, wenn wir die Zeit dazu finden oder die Möglichkeit finden. Und dann wird es auch mit dem Projekt entsprechend weitergehen. Ihr müsst euch leider einfach ein bisschen gedulden. Ich hoffe, ihr versteht das. Und zum dritten Thema, da geht es um Smite, um die 1 gegen 1. Da haben Maemi und ich jetzt Kepri ohne Tank-Items aufgenommen. Und leider ist auch hier Karma a Bitch, sozusagen, dem Sprichwort entsprechend. Denn meine Aufnahme hat es zerschossen. Meine Tondatei ist einfach komplett zerschossen gewesen, weswegen man jetzt eigentlich sagen könnte, dass das Match verloren ist. Aber glücklicherweise hat Maemi auch aufgenommen und damit ist das Match nicht verloren. Ihr könnt das Match aus ihrer Sicht bei ihr auf dem Kanal gucken. Den Link dazu findet ihr einmal in der Videobeschreibung oder jetzt hier im Video einfach reinklicken und dann kommt ihr dorthin und könnt somit dieses Match angucken und das war sehr, sehr lustig und ich bin echt glücklich darüber, dass es nicht verloren ist und dass wir es nicht nochmal aufnehmen müssen, weil wir würden das nicht wieder so lustig und so skurril hinbekommen. Das kann ich schon mal sagen. Schaut es euch an, klickt hin und ja, viel Spaß dabei. So, das waren die drei Dinge, die ich ansprechen wollte. Livestream, Portal 2, Smite, Kepri 1 gegen 1. Ich freue mich am Samstag auf euch und auf den Livestream und ich hoffe, dass wir bald wieder Portal 2 aufnehmen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis Samstag. Tschüss.